Feurio zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 Platinum Edition ohne Mods mit Katze und Miri. Okay. Auch wenn die Mods vielleicht irgendwann mal eine Alternative wären. Ich habe aber auch Feedback bekommen, dass viele Leute mittlerweile das Ding als Podcast benutzen. Ja, also dass sie das Gameplay so gar nicht mehr gucken, sondern dass die einfach nur noch hingehen und sich die Themen mit anhören. Und was ja dann auch schon extrem interessant ist, weil LS läuft bei mir ja zum Beispiel auf dem Kanal zum Beispiel gar nicht so schlecht, nicht? Nö, ich sehe das. Bei dir auf jeden Fall besser als bei mir. Und Miri sagt eigentlich, bei ihr läuft es halt fast gar nicht so ungefähr. Oder geht es? Also das ist ein guter Kommentar dazu. Miri, guck mal, die Sonne, es hat aufgehört zu regnen. Die Sonne! Und im gleichen Moment fängt sie wieder an zu laggen. Faszinierend. Die Sonne. Aber wir wollen uns hier jetzt nicht über eure Lags lustig machen. Ach so, das passt sogar. Warum mal diese... Hey, hast du das Auto geklaut? Gottes Willen, Blauli, was los? Miri, hast du das Auto genommen oder das Katze mit dem? Welches Auto? Den Pickup ist weg. Ja, es scheint doch die Sonne. Aber du stehst hier noch auf dem Baum, das ist ja mein Problem. Blauli hat Angst vor Geistern, Weißbrot. Ich habe Angst vor Miri. Oh nein, oh nein. Miri, der kleine Geist, der kleine Gespenst. Miri, das Gespenst. Das war toll, das Gespenst von Canterville. Immer mit dem roten Fleck auf dem Teppich, weil es immer nur Farbe war. Was dann hinterher grün und blau und sonst was wurde, weil kein Rot mehr im Farbkasten war. Kennt ihr das? War das von Canterville das Gespenst oder von... Oder welches Gespenst war das nochmal? Miri. Miri, was heißt das Gespenst? Warte mal, jetzt muss ich mal ganz schnell gucken. Ich habe halt keine Ahnung, von was Blaudi gerade redet. Nee, ich das auch nicht. Das ist bestimmt also das wieder eine nicht Überleitung. Nur an den Decks, dass nicht ich wette, das ist eine Überleitung. Wenn jetzt gleich noch ein Baumarktname fällt, dann wissen wir es. Das steht noch dran. Ich war neulich bei Hornbach. Ja. Was googelst du jetzt? Gespenst und roter Fleck oder was? Tja. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Gespenst von Canterville war oder ein anderes. Aber das war auf jeden Fall. War das Kasper? Keine Ahnung, ich sag einfach irgendeinen Gespensternamen. Ich weiß nicht, von was du redest. Von was redest du, Blauli? Vielleicht war es eine Episode ich von weiß Supernatural. Ich weiß nicht, woher das war. Zum Beispiel. Nein, es war nicht Supernatural. Save me. Aber es war ein kleines, süßes Gespenst, das immer mit Ketten geklappert hat und so Krach gemacht hat und so. Vielleicht Warum gibt es so viele scheiß Gespenster? Und es hat halt immer rote Flecken im Wohnzimmer hinterlassen. Und dann hat, damit sie damit sagen wollte, es war halt Farbe, wie sich hinterher herausstellte. Weil auf einmal waren die roten Flecken auf einmal grün und blau und sonst was. Die sind einfach so grün geworden, die roten Flecken? Nein, die Frau hat jeden Morgen den blöden Fleck weggemacht, ach so, die da eingezogen ist. Das ist immer eine Familie, die eingezogen ist. Und dann hat der Geist halt immer schön alles immer so getan, als wenn er ein böser, gruseliger Gespenst ist. Was googelst du denn? Ich habe das Gespenst von Canterville angegeben. Nein, google doch das, was du weißt, dann kriegst du es meistens auch. Das ist aber jetzt zu kompliziert. Ich habe schon viel beschissenere Sachen gegoogelt. Gespenst, das roten Fleck in Küche hinterlässt, oder wo hat es hinterlassen? Ich glaube im Wohnzimmer, vom Kamin, glaube ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Bestimmt wissen die Zuschauer das. Du hast die Äste nicht abgemacht. Das ist nicht schlimm, ich will mal wissen, wie viel Geld das gibt, wenn ich den Äste dran lasse. Das Gespenst von Canterville, von Oscar Wilde. Wow, brach das. Da bemerkte Miss Otis plötzlich einen großen roten Fleck auf dem Fußboden. Gerade vor dem Kamin und in völliger Unkenntnis von der Bedeutung, sagte Miss Umay. Ja, also das ist voll süß. Und hinterher ich habe übrigens genau das gegoogelt, was wir gewusst haben jetzt. Ja, ist ja gut. Sag ich doch, das musst du machen. Miri, wolltest du nicht dein blödes Feld ernten gehen? Geht nicht, es regnet. Da steht Trisch nicht bei Regen. Aber es ist jetzt Sonnenschein da oben rechts. Das wissen Trisch die doch nicht. Bei Regen. Frisch nicht bei Regen. Ja, ist gut. Aber da hätte ich ein schönes Thema. Oh. Oh je. Die Überleitung des Todes. Nein. Mit Geistern. Kinderbücher. Ja. Kinderbücher? Also Bücher ich mag oder Bücher im Allgemeinen. Kinder gelesen hab. Ich finde es immer gruselig, wenn man aus Kindern Bücher macht. Aber ich meine, aus Not mal in der Not frisst der Teufel fliegen. Ja, früher hat man halt auf Hautpergamentpapier gemacht.
Miri, hier ist noch ein Ast rein, guck mal. Ast rein. Hau Miri hier. Der Ast ist nicht sauber. Wo bist du? Hier bei kleine Mama, Mama Stapler. Wo ist dein Ast? Hier, nee, direkt neben meinem Cockpit. Lauli kann nicht mehr reden. Mama, Darf ich auch die Bäume hier fällen? Alle fällen, aber ob ich sie dir wegbringe, das weiß ich halt noch nicht. Ich glaube, ich gehe gleich einfach ernten, wenn du das nicht mehr willst. Du fällst um. Nein, ich bin Baby-Stapler. Ich bin nix okay. Umfalli-Stapler, ich bin feiner Stapler. Ich warte immer noch drauf, dass einer mal ein Bild malt mit Papa-Stapler und Baby-Stapler. Steh auf, Papa-Stapler. Warte mal, Miri, war da nicht irgendwas? Wir hatten nicht genug Likes. Ach so, fies. Halt, stopp, wie viel haben wir gebeten? 1000. 1000? Zusammen. Wir hatten nicht genug Likes. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß vor allem nicht mehr, welche Folge das war. Wahrscheinlich die Folge Papa Stapler, oder? Nee, stopp. Die war viel länger, ja. Richtig. Ja, gut, Leute, dann machen wir mal hier ein bisschen Party, während die Totenstille herrscht. Aber jetzt mal Kinderbücher. Was waren eure... Also wir hatten zum Beispiel die Herdmanns. Cooles Buch. Spiegelte ungefähr unsere Familiensituation wider. Oh. Absolutes Chaos in der Familie und was? Klingt bayerisch. Kennt ihr das? Wenn es um Herde geht, klingt es immer bayerisch. Nee. Aber die Herdmanns war super witzig, lustig und sehr chaotische Familie halt. Wirklich, also kann man gar nicht mit gar nichts vergleichen. Oder die Flodders. Auch eine coole Familie. Die nur Scheiße hatte. Sowas hat unsere Mutter uns damals vorgelesen. Aber ich muss auch sagen, ich war sehr lesefaul mein Leben lang. Bei mir fing es erst an, als mein Realschullehrer mich für eine Buchvorstellung gezwungen hat, ein Buch zu lesen. Fies. Und da habe ich angefangen, Fantasy-Romane zu lesen, weil mir eins in die Hand gedrückt hat. Und da habe ich dann endlich Bücher gefunden, die ich cool fand. Da habe ich dann hat es angefangen, dass ich Bücher gelesen habe, ziemlich viel. Was hast du denn davor gelesen? Gar nichts. Okay. Gar nicht. Ja, doch. Kassenbons. Zählt lustige Taschenbuch? Ja, würde ich sagen. Ich habe nur sowas gelesen eigentlich. Nur lustige Comics. Taschenbuch, Mickey Mouse. Ja, aber das ist Donald halt nicht Ducks. Richtig lesen. Du kannst mir nicht erzählen, dass du besser in Deutsch wirst, weil du lustiges Taschenbuch gelesen hast. Also dass die Formulierung von Sätzen und so lernst du nicht aus einem lustigen Taschenbuch. Aber du lernst Dialoge. Ja, deswegen kann ich reden. Hallo, ich bin Baloui. Wow, du kannst reden. Ja. Also ich muss dazu sagen, kinderbüchertechnisch, es gab ein einziges Buch, das ich zu meiner Geburt geschenkt bekommen habe. Das weiß ich gar nicht, ob ich das noch besitze oder ob wir das den Nachbarsjungen geschenkt haben mittlerweile. Das war Die Katze Amadeus. Cool. Und dieses Buch habe ich mein ganzes Leben lang behalten. Dann habe ich eine Zeit lang irgendwie als Kinderbuch Mama Kuh gelesen oder so. Da kann ich mich aber an nichts mehr erinnern. Was ist denn das? Der Name kommt mir auch sehr bekannt vor. Warum kennt ihr das? Kann es sein, dass uns regional die Bücher trennen? Massiv. Ja. Das kann sehr gut sein, dass uns regional Bücher trennen. Aber um ehrlich zu sein, das ist so Bücher gelesen in meinem Leben, habe ich nicht besonders viele. Das einzige Buch, das ich wirklich jemals richtig gelesen habe, meiner Jugendzeit jetzt gesagt, also zu meiner Kinder- und Jugendzeit, war Krabbat. Das mussten wir in der Schule lesen. Das hätte ich gerne in der Weil Schule gelesen. Weil damals der Film rausgekommen ist, haben wir das gelesen. Nee, ich habe das schon vor dem Film geguckt gelesen gehabt. Und der Film ist total daneben gewesen. Wir hatten das als Klasse gelesen, das Buch. Und wir saßen alle in dem Film und waren verwirrt. Ja. Weil es komplett daneben war. Der war doch irgendwie ab der Mitte war er dann nur noch irgendwie Action-Thriller, so nach dem Motto. Ja, also eigentlich im Buch sind es ja 3 Lehrjahre und im Film waren es nur 2 oder sowas in die Richtung. Und deswegen war alles komplett seltsam. Ja, das ist natürlich doof. Aragorn habe ich gelesen. Also wie gesagt, nachdem ich dann herausgefunden habe, dass Fantasy-Bücher ziemlich cool sind, habe ich halt viele gelesen. So die Elfen und die ganze Elfensaga und so weiter. Also so richtig auch lange Reihen. Vor allen Dingen liebe ich es halt, Bücher zu lesen, wo ich jetzt schon weiß, dass das 100 Bände hat. Weil ich hasse es, ein Buch zu lesen. Du verinnerlichst dir das, du lernst die ganzen Charaktere kennen. Und du lernst sie lieben, die Charaktere. Und die Welt, die hast du in deiner Fantasie im Prinzip gezeichnet. Und danach kommt raus, ja, ne. Leider war das nur ein Buch und ist jetzt zu Ende und GG.
Damit komme ich zum Beispiel nicht besonders gut klar. Also ich habe gerne viel zu lesen, wenn ich ein Buch habe. Und nach Möglichkeit dann auch noch mehrere Reihen davon. Ja. Wenn ich Bücher angucke und mir ein neues aussuchen will, gibt es immer so Bücher, ich nehme ein Buch erst ab einer gewissen Dicke. Davor gucke ich die mir gar nicht an. Ja. Voll rassistisch irgendwie. Das stimmt. Also, ich mache es nicht anders, wollte ich damit sagen. Weil ich finde es halt traurig, also, oder zu wissen, dass es halt schnell zu Ende ist. In meinem Erwachsenenleben habe ich, glaube ich, das traurigste Buch in meinem ganzen Leben gelesen. Ja. Das war mein Sparbuch und den Witz habe ich mir dafür extra aufgehoben. Oh, danke für den Beitrag. Wow. Habe ich gern gemacht. Wow, war das schlecht. Katze zu verschenken. Ich nehme sie, wenn ich sie essen darf. Abzugeben. Wir zahlen auch 5 Euro. Wir zahlen drauf. Nehmen Sie sie bitte mit. Oh Mann. Nee, aber ich weiß nicht, du hattest doch bestimmt in der Schulzeit, wurde doch auch gezwungen, Bücher zu lesen, oder nicht? Ja, ich wurde gezwungen, die Insel der blauen Delfine zu lesen. Oh ja. Und das kenne ich nicht. Was ist denn das? Ich habe das bis zum heutigen Tag nicht angefangen und hatte im Test eine 2. Was ist denn das? Miri kennt das anscheinend auch. Das ist so dieses Standardbuch zu der damaligen Zeit, das man lesen musste. Na, bei uns nicht. Es war Der Standardbuch zu deiner Zeit, das man lesen musste, war noch die Unankömmlichkeitserklärung. Fahrlos nett sein. Also ich muss sagen, ein Buch hat bei mir ein massives Trauma bis zum heutigen Tage ausgelöst. Das kennt die gelben Seiten. Auch. Ja, ich hasse das Nummern. Das Buch war so dick, als ich das auf den Kopf gekriegt habe, hatte ich bei dem habe ich eine Beule. Nee, wir mussten, ich weiß nicht, ob du den Film dazu gesehen hast, weil du vielleicht dich dafür interessiert hast, aber wir mussten die Wolke lesen. Nee. Und da geht es halt darum, dass ein Atomkraftwerk in die Luft das fliegt. Das war echt übel. Und das Ding hat weder ein Happy End, noch ist es besonders kinderfreundlich. Ja, es ist, ich weiß nicht, in welcher Klasse wir es gelesen haben. Sehr beschrieben, sehr... Allein die Story um ihren kleinen Bruder war immer sehr... Ja, also übel. Ich weiß nicht, wann wir es lesen mussten, aber ich befürchte, es war so 7., 8. Klasse. Richtig, in dem Alter hatten wir das auch gelesen. Und dann gleich noch den Film hinterher, weil es so ja, schön war. Ja, aber den Film gab es zum Glück mal zu meiner Zeit nicht. Aber das ist halt ein Buch, da geht es um ein Atomkraftwerk, was in die Luft fliegt und das dann das Mädchen das? Fulda? Im Prinzip... Ja, ich glaube, in Fulda hat es gespielt, ne? Und das Mädchen, also die Familie, die Eltern waren halt sonst wo, sie alleine zu Hause, also sie wurden von der Schule nach Hause geschickt und so. Und es sind dann, was dann halt für eine Panik ausbricht, ja, wie alle damit klarkommen und so. Und wie rücksichtslos alle fliehen. Ja, genau, alle fliehen rücksichtslos, keiner achtet auf irgendwen. Und sie beschreibt dann halt auch sehr krass, wie sie ihren Bruder verliert, ne, der fährt dann irgendwie, flüchten sie zusammen Spoiler. Auf dem Fahrrad. Achtung, Spoiler, falls ihr das Buch noch lesen wollt. Ja, ihr wollt es nicht lesen. Und dann stirbt der Bruder halt auf eine sehr brutale Art und Weise, weil in der Flucht halt er einfach überfahren wird und sie beschreiben so richtig... Er war noch ziemlich jung, ne? Ja, sie beschreiben halt, wie im Prinzip ein Autofahrer über seinen Kopf fährt. Es ist alles echt... Gut Ruhenpausewagen, ne? Die nimmt auch echt... Die ist echt übel. Also, ne? Das Schlimmere daran ist, ich habe seitdem unglaubliche Paranoia vor Alarmanlagen. Also so... Das ist auch immer noch drin, ne? Also ich weiß, dass das ist... Das Problem ist, hier im Sauerland benutzt man noch den Fliegeralarm für, wenn irgendwo die Feuerwehr zusammengerufen wird. Genau, wir haben kein digitales System, weil bei uns nun mal sehr viele Berge und alles drumherum sind. Ja, das ist bei uns in der Umgebung von Stuttgart auch, aber wir benutzen das trotzdem nicht. Genau, bei uns benutzt man halt immer noch den Großalarm, ja? Also wenn irgendwo ein Haus brennt oder so... Dann wird direkt Großalarm geschaltet. Das heißt, die Sirenen laufen. Als ich das erste Mal gehört habe, hier, ich wusste nicht, dass es das hier so gibt, diesen Alarm. Und ich dachte, wir müssen alle sterben. Miri hat direkt gedacht, oh, jetzt ein Atomkraftwerk. Oder Bombenangriff oder sonst was. Ich dachte echt, es ist vorbei. Nordkorea hat es geschafft. Das war so unheimlich, weil ich das in meinem Leben noch nie live gehört habe, dieses Geräusch. Und ich kannte das auch nicht. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass man das für, weiß nicht, Feuerwehr und so benutzt. Das war echt unheimlich. Ja, auf jeden Fall hat mir das, also ich weiß nicht, wer entscheidet, welche Bücher in der Schule gelesen werden sollen. Das war keine gute Idee. Aber das war eine richtig dumme Idee und manchmal würde ich echt gerne mit den Verantwortlichen über sowas mal reden. So nach dem Motto,
warum sowas? Warum muss man in dem Kinder Alter finde ich das vor allem heftig. Also ich bin wirklich safe traumatisiert davon. Also das mag jetzt komisch klingen, aber bei mir läuft es immer eiskalt den Rücken runter, wenn hier die Alarmanlagen losgehen. Und das kommt nicht von ungefähr. Unge war nicht schuld. Unge ist vieles schuld, aber nicht das, ja. Unge ist vieles schuld. Das ist seine Ansage. Und damit können wir wieder Clickbait machen. Woohoo! Ja, die Clickbait-Folge übrigens interessant gewesen. Rausgekommen, direkt ein Dislike bekommen. Oh, also ja. Meine Community ist da nicht so freundlich drauf, was Clickbait angeht. Das Thumbnail war gut von dir. Ich fand das Thumbnail super. Ich habe mir gedacht, was ist das dümmste Thumbnail dazu, das du jetzt bauen kannst? Ja, ja, schön. Dann habe ich einfach Gabe auf Saratas Kopf gefotoshoppt. Und es hat funktioniert, nicht? Oder Pfeil drauf, Kreis drauf, fertig. Schrecklich sowas, richtig schrecklich. Unglaublich, dass sowas noch funktioniert heutzutage. Hat's funktioniert? Gab es mehr Aufrufe? Weiß ich gar nicht. Ich hab ja nur das Thumbnail zum Veranschaulichen so gemacht. Der Titel war ja trotzdem eiskalt Clickbait. Ja, also ich hab geschrieben, hier steht Clickbait. Bei mir war es auch nur Clickbait. Deswegen, ich kann's euch gar nicht genau sagen. Wir können mal kurz nachgucken. Das Thumbnail dürfte ich ja bei mir im Videomanager relativ leicht wiederfinden. Nein, was? So, gucken wir mal kurz rein. Was hatten wir denn da jetzt mittlerweile für Aufrufe auf dem Video? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es signifikant mehr gegeben haben könnte. Deswegen, das wäre mir neu, dass das funktionieren würde. Husten. Gucken wir mal kurz. Wo ist denn das Sumpnale? Nächste Seite lädt nicht. Die nächste Seite lädt nicht, Menschen. YouTube war wieder richtig delicious. Ja, heute YouTube ist gerade richtig gut wieder Katastrophe. Drauf. Geht in Seite 3. Das ist die Frage. Seite 3 würde gehen. Sind wir denn da zu weit? Ich glaube ja. Naja, das ist noch die Seite mit der Obi-Geschichte. Hallo. Muss ich kurz warten. Seite 2 ist wahrscheinlich die richtige. Ja, so im Durchschnitt haben die bei mir, es ist ja immer wieder unterschiedlich, nicht, was die Aufrufe haben, die Dinger. Ja, sehr interessant, dass es so schwankt. Deswegen, aber nee, ist bei mir auch, also meine Folge Stuntkatze hat mehr Aufrufe als die Folge. Die hatte 2200, die Clickbait-Folge. Okay. Die vorige mit Donald Trump hatte zum Beispiel 2300, Mobbing und ihr Folgen. Zum Beispiel nur, also wo Donald Trump auf dem Thumbnail war. Ja, ist gut. Und die Folgen davor, Leben mit Übergewicht, mit 2600. Okay, die letzten Folgen waren doch einigermaßen gut geklickt, muss man mal dazu sagen. Freut mich, dass ihr meine Videos anklickt. Dadurch kann ich mir Lasagne kaufen. Finde ich sehr interessant, was das bei dir, also die Aufrufe für beim Landwirtschaftssimulator einfach mindestens doppelt so hoch sind wie bei mir. Aber ist halt so. Du hast halt die erwachsenere Community für sowas, denke ich. Ich habe halt, die sich auch mehr so Podcasts anhören. Ich habe, ja gut, ich weiß halt, dass ich bei mir LS-technisch halt auch schon mit Leuten aufgenommen habe, die LS gebracht haben, wo die Leute eventuell schon zu mir gekommen sind. Ja gut, das kann natürlich sein. Klar. Dass ich da schon eine gewisse Zuschauerschaft hatte, die ich vorher nicht kannte. Könnt ihr mir ja mal sagen, wo ihr als LS-Zuschauer denn herkommt. Das kann ja mal passieren, aber genau, ich glaube, warum wir sind guckt am ihr Ende. Bei uns LS? Genau. Ich glaube auch. Lauli hatte die Antwort, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube auch. Ja Leute, das war's dann mit der heutigen Folge. Wir hoffen sehr, sehr hat euch gefallen. Guckt bei Katze und oder Miri vorbei. Das hast lasst du von mir dem geklaut, Video eine Bewertung da. Das würde uns sehr unterstützen. Video wird gestrikt, Abmord geklaut. Ja. Macht's gut, bis morgen und bleibt schön feurig. Tschüss.